Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent. Herzlich willkommen wieder zurück hier auf dem Microkosmos Server. Mit dabei waren Tarok, der TGW und Destrix. Grüßt euch, Jungs. Ah, oh, und, hi. Ja. Da bist du. Ja, wir befinden uns gerade mitten im Nether und schaut auf jeden Fall in der letzten Folge rein, damit ihr überhaupt wisst, warum wir hier sind. Und wir verfolgen eine kleine Spur von Thymalus, die wir gefunden haben. Der hat sich nämlich in dem Nether verirrt, sag ich mal, oder zumindest auf den Weg gemacht. Und er hat irgendwelche komischen Stimmen gehört. Und jetzt gucken wir eigentlich mal, was ihn hier hingeritten hat. Und jetzt sehe ich gerade, jetzt kommen hier so Arme auf der Tür. Auf jeden Fall sind wir schon mittendrin und wir versuchen einfach das Geheimnis zu lüften. Und ich würde sagen, wir machen einfach jetzt weiter. Hier haben nämlich, sah das creepy aus mit der Spinne. Oh, Scheiße. Oh, es kam auf jeden Fall schon eine Giftspinne raus. Das war schon am Ende der letzten Folge. Hey, das und, bist du bereit? Ja, gut. Seid ihr bereit? Boah, fuck, ey. Warte. Wer ich lasse euch mal den Vortritt, ne? Ja, komm, ich hab ein Schild. Ich wag mich mal rein. Ja, ich hab ja auch ein Schild. Ich fall genug. Oh Gott, wie... Oh, nein. Nein. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Nee, warte, da. Wow. Spinne. Schnell rein. Boah, was, Alter? Oh Gott. Ich möchte auch noch TGW. Einer muss mal eben durchlaufen und den Spawner kaputt machen. Da oben. Jo, schnell. Getan. Sehr schön. Der rettet mich. Oh, Scheiße, ich bin vergiftet und alles. Ja, du stirbst du ihn. Hat noch wer fucking? Ja. Mhm. Ja, hab ich auch noch, ja. Boah, das war übel jetzt, ey. Warte. Wo ist noch eine? So. Oh, egal. Fuck, ey, Alter. So ein Raum mit so Spinnenkacke, ey. TGW, oh, wohin? Ich brauch das Quatsch. Alter. Du bist noch gar nicht. Achso, okay. Ja. Boah, fuck, Alter. Ja, so ein Raum mit Giftspinnen ist auf jeden Fall nicht ohne gewesen. Ja gut, dann lass uns mal weitergehen, Leute. Seid ihr da? Ich glaube, hier ist diese Tür, hä? Huh? Ja, ist ja, denke ich mal, einleuchten, oder? Oh mein Gott, das Schloss. Okay, krass, ey. Boah, ja, ich bin echt gespannt, Leute. Alter, die Fackeln brauche ich jetzt nicht mehr. Boah, Achtung! Ja, der Boden ist auf jeden Fall crazy ausgespielt. Ah, fuck, guck mal, da hinten kommen wir gar nicht rüber. Hier ist komplett mit Lava. Das ist echt ganz schön kacke, dass die Spinnen durch Schilde vergiften können, ne? Ja, das ist auf jeden Fall auch scheiße. Hey, hast du die denn geblockt und warst dann vergiftet? Ja, ich hab geblockt. Hat einer okay. Schon... Ah, Distrix, so Affe. Nichts kaputt machen hier. Vielleicht brauchen wir das ja hier noch. Ich glaube, das ist auch ein Hinweis. Ich glaube, wir brauchen... sieht mir eher nach so einem Mechanismus aus, schätze ich mal. So wie da vorne, diese Falle, die wir entdeckt haben. Das muss irgendwie damit zusammenhängen. Naja, okay. Das kann sein. Pass auf, lass uns... hat einer einen Hebel dabei? Oder so ein Schalter? Ja, was sind die Ressourcen dafür? Ja, ach, was ein was brauchen Zufall, wir denn du? Dafür? Hey, Cobblestone nimmt man immer mit in den Nether. Ja, stimmt schon. Nee, Cobblestone habe ich leider nicht. Echt nicht, scheiße. Ich hab Cobblestone. Was brauchen wir noch? Holz? Irgendwas? Ein Stick. Ein Stick? Ein Stick. Okay, hab ich. Wir könnten auch aus einem Holz einen Button machen, weil das wäre sinnvoll, Tarok. Soll ich das mal eben craften? Oder was? Ha, ich hab den Stock. Was gibst du mir gegen den Stock? Ich hab einen Stock. Doch. Alter, das mach ich selber jetzt. Hebel, so. Ich hab auch einen Hebel. Ich mach ihn drauf. Alle haben Hebel, juhu. Okay, dann mach mal drauf und drücken. Ich? Und gucken, okay, was passiert. Ich hab Angst. Ah! Ja, krass, Alter. Es hat sich ein Weg offenbart. Ja, toll, Alter. Gut, ja. Jawohl, nein! Wieso hast du mich geschubst? Wer war das? Keiner hat mich geschubst. Ja. Auf einmal mitten in der Luft gestoppt. Der lange Arm des Gesetzes vielleicht. Na, nächster Hopp. Ja, dann kommt Wakaruba, alle Jungs. Pack dein Schwert weg, ey. Der schubst mich doch wieder. Boah, ich wäre jetzt fast gestorben, ey. Leg mich am Arschloch, ey. Go, Destrix, go, Destrix. Was passiert eigentlich, wenn man den Hebel drückt? Oh. Ja, jetzt. Was passiert eigentlich, wenn ich dich in der Luft ein bisschen zurückschlage? dann Mann, kriegst du einen Arsch mal, mein Freundchen. Wir wollen hier nicht noch mehr Vermisste haben. Oh, stimmt. Ja, krass. Ja, cool, dann lass mal weiter. Runter, vorsichtig, es geht hier stark runter. Okay. Oh. Ja, fuck, Alter.
Ja gut, was ist denn hier dann? Au. Leute, ich ahne schon so ungefähr was. Also. Warte mal. Ja, ich sehe gerade, da oben ist auch eine Leiter, da geht's nur weiter. Ja gut, ja. Sieht so ein bisschen nach. Leiter, da geht's weiter. Ja, war jetzt ein bisschen. Reimermonster, oh fuck, ey. Ja gut. Ja, sieht so ein bisschen nach Jump'n'Run aus. Ja, mach das. Ich lach mich mal ein bisschen ab. Alter, guck mal. Ja, wenn er dann da. Ja, das ist nicht so easy jetzt, wo man einen Spieler. Alter! Ey, Entschuldigung! Aber okay. Nee, tut mir voll leid! Nein, wieso alles glaub gut, ich dir das? Kann es einfach nicht. Okay. Ich ja, weiß so. Auch nicht. Kann ich gar nicht verstehen. Und jetzt? So. Okay, warte. Wo lang? Ja, Ja. Okay, nice. Hier hoch. Okay. Ach, guck mal, da runter vielleicht. Gib euch Boost! Warte, ich sehe nichts, Leute. Dann ich glaube darüber, ja. Wir müssen darüber springen. Warte mal. Ja, dann mach mal. Warte mal. Ja, da drüber werden wir wohl nicht. Nee. Oh. Nee. Na, ich hätte den direkt vor dir genommen. Dann weiter. Ja, fuck. Hier, siehst du. Warum kommst du mit oder was? Ja, ich bin hinter dir. Warte. Menno. Okay, nice. Ein bisschen Abstand voneinander halten, weil wir uns ja gegenseitig unterstützen. Ah, da ist TKW. Okay, warte. Boah, knapp, ey. Okay, hier scheint es noch einen Raum zu geben. Ah, krass, mit einer Kiste, okay. Aber wir warten noch eben. Ich weiß nicht, ob ihr noch... Oder soll ich schon mal nehmen? Habt ihr das schon... Da, achso, doch, hier runter. Wisst ihr, jetzt darüber. Nee, hier rüber. Gitter und dann auf den Block da erstmal vor dir, genau. Boah, krass, Schubst Alter. Ey, TKW! TKW, nein! Hey, was gibt's? Ja! Nein! Warte, jetzt sieht da auch vielleicht drüber. Ja. Mann, was sind die mit dem Mann, Jaok, sei mal nicht so fett, ey. Ich kann da auch nicht so. Das sind seine Kekse. Aber ist Dorx noch nicht mehr dabei. Ich versteh's nicht. Ja, ich war krass. Ja gut, krass. Warte mal, es könnte eine Falle sein hier in der Mitte. Sieht aber gut aus hier. Wird jetzt da nicht so... Mag fallen, ich will drauf. Oder? Ja, ich glaube, man kann draufstehen. Okay, dann lass uns mal gucken. Da war's drauf. Oh, ein Buch, Leute. Ein Buch. Krass, das zweite Buch. Ich lese mal eben vor, ja? Ja, ich kann nämlich nicht lesen. Kannst du das machen? Oh. Ah, okay, es geht weiter. Achtung, Tagebuch von Tümmerlos, Tag 16. Ich lese mal eben vor. Ich suchte mich im Nether ein wenig um und entdeckte relativ schnell einen Dungeon. Okay, das ist dann wohl auch der Dungeon, wo wir uns gerade befinden. Die Gefahren, die dort lauerten, machten die Suche nach den Stimmen nur noch schwieriger. Okay, genau, weil er hatte ja Stimmen gehört. Das hatte er in dem letzten Tagebuch ein bisschen beschrieben und das war ja auch der Grund, warum er hier auf dem Weg hin war. Okay, Tag 17, ein leerer Raum, eine Truhe, eine Enttäuschung oder die Enttäuschung einfach so. Okay, hier gibt es keine Antworten für mich, ich werde nochmal zum Portal gehen und nach weiteren Hinweisen suchen. Scheiße, und das war's. Okay, ja, Leute, ich, keine Ahnung, warte, ich leg's mal rein, ich weiß nicht, Tarok oder so, je nachdem, wer es auch nochmal lesen will. Ja, also somit ist klar, Tümmerlos ist nicht mehr hier. Tümmerlos ist wieder zurückgegangen und hat dort nochmal nach irgendwelchen Hinweisen gesucht. Ich denke mal, das soll uns vielleicht auch zeigen oder sagen, dass wir auch nochmal vielleicht zurückgehen und nochmal ein bisschen Ausschau halten, einfach um die Gegend herum. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche anderen Hinweise, die dann natürlich zu Tümmerlos führen. Ne? Also ist jetzt erstmal... Ist noch ein kleiner Destrix, bist du erstmal umsonst gestorben vorhin. Hier ist keiner gestorben. Ich hatte nur einen halben Herzinfarkt und Tarok hat mich mit Mund-zu-Mund-Beatmung wieder. Ja, krass, ey. Ja gut, ich werd mal den Weg hier so ein bisschen lang gehen. Ich setz mal hier so eine Fackel noch hin. Boah, das klingt nicht gut. Ja, krass, ey. Ja, ich weiß auch jetzt nicht, wo wir genau rauskommen, aber wie gesagt, letztendlich ist eindeutig, wir müssen wieder zurück. Ach, guck mal hier. Okay. Nice. Das ist der Anfang, wo wir runtergekommen sind. Ah ja. Ja, cool. Ja, das ist ja echt nice, ey. Okay, dann können wir uns ja wieder auf den Weg zurück machen. Genau. Ja, dann würde ich auch jetzt mal die Gelegenheit nutzen, dass wir ab hier, denke ich, mal einen Cut machen. Also wir haben auf jeden Fall... Scheiße! Warte, ich bleib auf jeden Fall auf. Mach mal einen Cut. Wir werden nämlich hier gerade bombardiert oder beschossen von den scheiß Loren. Genau, während ihr da mal kämpft und mir den Arsch zurückhält, würde ich sagen, ich mache jetzt das Outro. Bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ihr wisst Bescheid, wir sind jetzt auf dem Weg wieder zurück und schauen mal, was dort alles noch zu finden gibt. Also halt Hinweise, die uns nach Tümmerlos führen.
Und ja, bedanke mich natürlich und ja, schaut auf jeden Fall auch mal bei den anderen Jungs vorbei. Ich verlinke die natürlich unten in der Videobeschreibung. Lasst natürlich noch eine gute Bewertung da, wie euch das gefallen hat bis hierher, ja? Ja, das wäre natürlich auch interessant. Genau, was wir uns nämlich hier um die Ohren schlagen und alles, mit was für Gefahren wir uns natürlich hier umgeben. Aber klar, ja, schaut beim nächsten Mal rein. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich sicher auch. Ciao. Hoffentlich mal. Tschüss. Tschüss.